Das rauchfreie Backhaus. Hallo, hier ist der Ralf von Jodeland und hier im Hintergrund seht ihr unser Backhaus. Das Backhaus haben wir jetzt seit über drei Jahre haben wir das jetzt in Betrieb, sind regelmäßig am Backen, also mindestens einmal im Monat treffen wir uns hier mit Freunden und schmeißen das Backhaus an. Aus dem Bild nicht so richtig wahrzunehmen, aber wir stehen hier mit unserem Areal mitten in einem Wohngebiet drin. Rings um uns rum sind Häuser und da ist einfach wichtig, dass wir nicht allzu viel Rauch und Qualm produzieren, um unsere Nachbarn nicht über die Gebühr zu strapazieren. Deswegen möchte ich euch in diesem Video gerne zeigen, wie wir es schaffen, dieses Backhaus so anzubrennen, nein, also den Backraum des Backhauses so anzubrennen, dass er aus dem Kamin kein Rauch rauskommt. Zum Heizen verwende mir gern dieses Bengelholz, wenn uns das zur Verfügung steht, weil das ist einfach günstig und der hohe Harzanteil dieser Äste, der bringt natürlich eine gute Energie ins Backhaus rein, weil es geht ja darum, die Kuppel möglichst heiß zu bekommen und auch die Wärme zu speichern. Wir feuern auch mit Kaminholz, Buche, Eiche an, wenn uns das zur Verfügung steht. Da ist das Prinzip das gleiche. Wichtig ist, dass das Feuer oben angezündet wird. Das kennt ihr vielleicht vom Lagerfeuer, dass ihr unteranzündet und dann brennt es durch und qualmt so ein bisschen. Ich habe mal versucht, das auch im Backhaus zu tun oder auch im Kaminofen. Aber es gibt die andere Variante, das Upside Down, also dass ich quasi mein Feuer oben anzünde. Das geht beim Lagerfeuer, das geht beim Kaminofen und das geht beim Backhaus hier wunderbar. Und das möchte ich euch kurz zeigen. So, ihr seht, das ist jetzt unsere Menge Holz im Backhaus da drin. Ich sage jetzt mal, das ist so ein Viertel vom Gewölbe vielleicht. Der Ofen ist relativ groß mit 1,20 Meter Länge und 1 Meter Breite. Da passen also, ich sage jetzt mal, 25, 30 Brote, kriegt man also gut rein. Wie gesagt, ich möchte ihn so anzünden, dass er nicht raucht. Dafür habe ich zum einen mal diese Wachs Hobelspäne-Köttel hier, das ist so mein bevorzugtes Anzündmaterial, wenn es einfach mal lange mit Energie anbrennen soll. Und ich werde die jetzt nicht hier unter reinschieben und anzünden, weil dann passiert nämlich genau das, was unsere Nachbarn, glaube ich, gar nicht mögen, dass der Ofen relativ lang qualmt, und zwar mit einem dunklen, schwarzen Qualm. Mein Ziel ist es, ihn nach der Anfeuerphase tatsächlich rauchfrei brennen zu lassen. Also, wir werden jetzt hier diesen Ofen anzünden und einfach mal beobachten, wie es weitergeht. Ihr seht, unser Backhaus, also der, nein, nicht das Backhaus, sondern das Feuer im Backhaus, brennt mittlerweile lichterloh. Es ist kaum Rauch wahrzunehmen aus dem Rauchloch. Hitze kommt hier vorne raus, das merkt man hier am Arm. Ja, so darf er jetzt noch zwei Stunden darf er jetzt so brennen. Und danach lasse mir ihn noch etwas runterkühlen, bevor dann die Brote dann auch reinkommen wäre. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, hier zu sehen, wie wir unser Backhaus rauchfrei das Feuer darin entzünden. Und vielleicht hilft es euch selber, eure Feuer so anzuzünden, dass ihr einfach mit wenig oder kaum kein Rauch brennen könnt.
Ja, ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Euer Ralf von Jotterland.